Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Cooper, der rätselnde Gaming-Wolf. Heute wieder mit der Unterstützung vom guten Luca. Wir wollen wieder anhand von Emojis was erraten, und zwar wieder Länder. Denn ich hatte ja schon auf das Reaktionsvideo von Paluten reagiert und mich damit denen gemessen. Und Luca hat aber noch einen zweiten Teil davon gemacht. Den möchte ich jetzt mit euch machen, und wir wollen dann einmal auf das andere da Fenster wechseln. Ich bleib da oben, weil Luca ist immer da. Ein Like kriegt der gute Junge auch noch, klaro. Dann gehen wir hier einmal auf groß. Tada. Und dann wollen wir das Video doch einmal starten. Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, der aufmerksame Luke-Schuh-Zuschauer. Ihr wisst, dass ich dieses Video hier gerade direkt nach dem Video vorgestern aufnehme, wo ich auch schon Länder anhand von Emojis erraten habe. Im letzten Video sind wir stehen geblieben bei Australien. Ja, genau, Australien. Deswegen machen wir jetzt auch hier direkt weiter. Ich komme mich nicht um. Mir wäre das nicht aufgefallen. Nummer 5. Das ist England. Macht doch wirklich Spaß. So. Von einem England-Urlaub kann man das jetzt nicht so ganz behaupten, weil da ist es ja nur am Regnen. Joa. Da, was hat denn ein scheiß Pferd mit England zu tun? Pferdereiten? Ja, wegen Polo und Pferderennen. Doch, die haben sehr viel damit zu tun. Die haben auch schon seit 200 Jahren die Queen, ne? Wie alt ist sie, Alter? 300? Bist du drauf gekommen? Es ist England. Beziehungsweise das Vereinigte Königreich. Vereinigtes Königreich. Habe ich eh nie verstanden, so die Unterschiede. Habe ich ja im Podcast schon mal gesagt. England, Großbritannien, Vereinigtes Königreich, und was sollen Wales, Schottland und die ganze United Kingdom da sind alle dran, zusammen, der Zusammenschluss, und das doch einfach sind ein einzelnen, Land. Nummer 6. Wie sieht's mit diesem Land aus? USA. Das dürften the United States of America sein. Hey, der Emoji sieht so lecker aus, ne? Stell dir mal vor, so wird ein Burger aussehen. Mit so einem perfekten Salatblatt, einer perfekten Scheibe Käse. Er kann auch ein bisschen gebraten. Es soll aber auch nicht um Essen gehen hier heute, Luca. Das ist natürlich selbstverständlich Amerika, beziehungsweise die Vereinigten Staaten von Amerika. Junge, kann es sein, dass du Hunger hast? Sind das eigentlich alles einzelne Länder? Nee, das wäre viel zu stressig. Hä? Hey? Boah, das wäre viel zu stressig. Nee, das ist gut. Amerika, lass das mal so. Ich glaube, die hätten jetzt auch nicht ich gesagt, ich kann deinen komischen Gedanken nicht mehr folgen, aber okay. Aber gut, wir machen mal weiter. Hast du's genau, finde ich besser Land so. Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die USA. United okay. States of America. So, was haben wir denn als nächstes? Nummer 7. Erkennst du auch dieses Land? Lass ich euch jetzt mal ganz kurz raten. Ich wollte jetzt gerade sagen Holland, aber ich glaube, Holland heißt mittlerweile Niederlande, oder? Fängt mit N an. Niederlande? Hört mit Iderlande auf. Das ist ein richtiger Allmann-Joke. Was für Brille, Alter. War echt lustig. Es ist der Rekordtulpen. Ja, ich lach mich weg. In die nächste. Genau. Sprachen lernen, Bubble. Von euch mal hin. Ich war da zwar noch nie, aber ich habe Instagram-Bilder davon gesehen, und ich glaube, das ist schön. Nummer 8. Was ist das für ein Land? Belgien. Können wir direkt vorspulen. Alter. Also mehr Tipps geht ja nicht. Wow, Europa. Da war Luca besser als ich. Ich hätte es jetzt nicht erkannt. Alles richtig ab jetzt. Uncut. Wusste ich nicht. Direkt nach einer Sekunde. Kompliment, China. China. Wegen Reis, dann der Wirtschaft. Ja, Industrie, ganz so viele Menschen. Für mich keine Chinesen aus, aber. Ja, das sollte für ganz, ganz viele Menschen. Machen wir mal ganz kurz hier ein bisschen vor. Land mit den meisten Einwohnern auf der Welt. Okay. China. So. Ja. Das rassern wir einfach durch hier, das Video heute. Nummer 10. Okay. Was Kanada. Ist das für ein Land? Kanada. Kanada. Ich war ja auch schon mal da, aber da war ja Kanada. Hast du eine Idee? Alter, hat der noch mehr so blöde Flachwitze? Kanada. Das war's dann aber auch von diesem Video. Den schmeiß ich mich gleich weg. Ich bin ganz ehrlich. Okay, es ist eh vorbei, aber das ist zu easy. Ich nehme noch ein anderes Video mit. Ja, der macht das Sekunden mal. Später. Nummer 1. Bin mal gespannt. Was ist das für ein Land? Mexiko. Nee. Wenn mir jeder weiß, kommt aus Mexiko. Bist du drauf gekommen? Griechenland? Das ist natürlich Türkei. Ah, okay, habe ich auch falsch gelegen. Das soll ein Döner darstellen. Ich weiß, dass der Taco erinnert eher an Mexiko. Habe ich zuerst auch gedacht, Luca, macht dir nichts draus, aber nicht Oliven und Knoblauch. Ja, nee, das ist kein Döner. Das ist halt ein Taco. Und Döner kommt auch nicht aus der Türkei. Döner kommt aus Deutschland. Bullshit. Falsch. Nummer 2. Wie sieht's mit Das ist Irland. Irland. Irland, eines der schlimmsten Länder, die ich kenne, glaube ich. Wir müssen mal kurz stoppen. Denn, Luca, du irrst dich. Der Dönerkebab, also der Döner im Brötchen und Brot, der kommt aus Deutschland, der wurde so in Berlin erfunden. Aber Döner ist eigentlich der Spieß. Die verschiedenen Döner-Teller, Döner-Gerichte etc. pp., die gibt es traditionell schon viel, viel länger in der Türkei, und die kommen aus der Türkei. Also Luca, nochmal dazulernen, bitte. Gut, dann können wir jetzt weitermachen.
Habe ich genug geguckt, Scheiße. Ich verbinde einfach nur mit Kneipenschlägereien irgendwie. Hast du es gewusst? Es ist der Inselstaat Irland. Ja. Irland. Da war ich schon. Sehr schön. Ich war der Guinness-Brauerei. Das ist Mexiko. Mexiko. Ich hatte auch mal so ein Sombrero. Nach 2 Tagen hat sich dann aus Sombrero, weil ich hatte den auf dem Schiff an und dann ist er in die Nordsee gefallen. Ja, da haben wir die Werbung mal übersprungen und ich verstehe gerade nicht ganz, was... Als irgendwer von euch mal auf der Nordsee in den letzten 4 Jahren ein Sombrero gefunden hat? Nö, habe ich nicht. Zu mir schicken? Nö. Es ist Mexiko. So, ja. Auch wieder mit Ansage, alles richtig heute. Nummer 4. Ja. Was ist das für ein Land? Oh, das ist natürlich jetzt... Das ist... Warte mal. Argentinien. Mit einem Pinguin. Argentinien. Da gibt es ja so eine bestimmte Pinguinrasse. Nur wenige Minuten später. Ein Pinguin tanzt, weil er ein Steak bekommt zum Abendessen? Digga, ich würde sagen Argentinien. Oder was? Madagaskar! Oh mein Gott, weil Madagaskar ein Tanz ist, der Pinguin wegen dem Film und das Steak weiß ich immer noch nicht, aber es ist definitiv Madagaskar. Hast du es gewusst? Es ist das südamerikanische Argentinien. Ja, perfekt, Digga. Ich bin so gut. Das zählt nicht. Ich habe schon gedacht, ich irre mich jetzt, Alter. Auch wenn du es wahrscheinlich nicht glauben willst. An der Küste Argentiniens leben tatsächlich Pinguine. Ja, Luca, da leben Pinguine. Scheiße, hab ich gef***. Nummer 5. Welches Deutschland. Land hast du diesmal gesucht? Deutschland. Ich schwör, es fährt Scheiße, nur die Wurst. Autobahn. Regen. Bier. Autos. Viel Deutschland. Einfach. Aber wenigstens ist es mal nicht mit Bayern dargestellt. Aber hier Autobahn, aber, natürlich ein Auto und ja, Bier. Eine Bier. Also ich sag jetzt ganz ehrlich, wenn das nicht Deutschland ist, dann lösche ich meine beiden Kanäle und mach meinen Master an der Uni und werde Architekt. Ja, und ich hau meinen Kopf auf den Tisch. Es ist natürlich Deutschland. Ja. Das einzige Land auf der Welt. Glück gehabt, Luca, das stimmt nicht. Oder? Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Nummer 6. Wie sieht's mit diesem Land aus? Das ist Ägypten. Ägypten? Hast du es erraten? Es ist das nordafrikanische Ägypten. Ja. Nordafrikanisch. Ägypten hört sich für mich gar nicht nach Afrika an irgendwie. Nummer 7. Ist aber. Erkennst du auch dieses Land? Schweiz! Schweizer Uhrwerk, Schweizer Schokolade, Schweizer Käse, Berge. Ach so. Oh mein Gott. Ich habe gerade irgendwie an Käseland gedacht wegen Mario Kart, die Strecke, aber ich glaube, die meinen Schweiz, ne? Ja, genau. Also ich meine hundertprozentig die Schweiz wegen Rolex, Berge, Schokolade und Schweizer Käse. Ich weiß zwar nicht, wo das eine Rolex ist, aber es ist eine Uhr. Eine Schweizer Uhrwerk. Länder mit einer Silbe sind generell so voll schön. Schweiz. Oh, Luca. Wieso fängst du eine Aufzählung an, wenn dir nicht mehr einfällt? Ich weiß nicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr ein anderes Land kennt mit nur einer Silbe, aber mir fällt gerade gar keins ein. Es ist die Heimat der teuersten Uhren der Welt. Ja. Die Schweiz. So. Schweiz. Nummer 1. Was ist das Japan. Für ein Japan. Also sorry, das ist das Einfachste, glaube ich, was ich je gesehen habe von den ganzen Dings. Jeder weiß, dass Sushi aus Japan kommt. Ja. Und ich hasse Sushi. Hast du es erraten? Oh, nein, Sushi ist lecker. Ich würde aber so gern mal dahin, ne? Ja, ich auch. Ich glaube, Japan ist so das Reiseziel, wo ich nachher sagen werde, boah, das hat mich wirklich so verändert. Wisst ihr, wie ich meine? Weil wenn man so nach Amerika fliegt oder so, das ist schon krass, weil es weit weg ist, auf der komplett anderen Seite des Planeten. Aber die Sache ist, dass es dort halt quasi genauso ist wie in Deutschland. Ist ja alles ziemlich verwestlicht hier auch. Hä? Aber da in Japan, es ist halt alles nochmal so anders. Und auch mit der ganzen Disziplin und wie krass sauber das auch alles sein soll und die Menschen und so. Das ist eine ganz andere Welt. Auf Japan würde ich echt gerne mal hin. Aha, okay, das ist ja höchst interessant. Nummer 9. Wie sieht Russland. Diesem Land aus? Ich musste instant an Sandra denken. Wir haben hier natürlich Ruski. Bist du drauf gekommen? Es ist das größte Land der Welt. Russland. Okay. Auch irre, wie riesig Russland einfach ist, ne? Nummer 10. Ja, okay. Was ist das für ein Land? Das ist... Spanien. Das ist Spanien? Es ist das südeuropäische Spanien. Spanien. So. Meine lieben Freunde, ich hatte natürlich... wie man mich kennt, mal wieder alles richtig. Wie viel hattet ihr richtig? Nein, du hast nicht alles richtig. Argentinien war falsch. Da hast du nicht richtig gehalten. Du hast Madagaskar gesagt, du Pappnase. Hör auf zu lügen. Aber egal, denn wir sind hier jetzt fertig. Ich weiß gar nicht, hatte ich alles richtig? Nee, ich habe Belgien nicht gewusst. Also ich bin auch nicht perfekt. Also Luca, mach dir nichts draus. Aber hör auf zu lügen, mein Freund, ne? Ja, wenn euch dieses Video wieder gefallen hat, dann lasst dem noch eine positive Bewertung da. Außerdem, guckt euch auch gerne meine anderen Videos an. Und natürlich, lasst mir noch ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Cooper der Wolf. Au! Bye, bye!